Energieeinsparung in der Praxis. Herr Schroth, Auszubildender bei den Küchenhelden. Hier haben wir einen Trockner. Erklären Sie mir mal, wie das funktioniert. Also das ist jetzt ein Trockner mit Wärmepumpe. Diese Wärmepumpe schafft es, dass der Trockner auf Energieeffizienzklasse A kommt. Das sind die ersten Trockner bei dieser Klasse. Die Wärmepumpe funktioniert quasi wie ein umgedrehter Kühlschrank. Bisher war es so, es sind Heizstäbe integriert in den Kondenstrocknern, die die Luft erhitzen mit Strom. Das müssen Sie sich vorstellen, als würden Sie die Wohnung beheizen mit einem Ceranfeld. Es würde auf Dauer gehen, kostet jedoch viel Strom. Die Wärmepumpe schafft es anders. Es ist quasi ein anderer Heizkörper, aus dem der Trockner die Hitze entziehen kann und kann somit sparsamer erhitzen. Was meinen Sie von der Einsparung her? 40% Einsparung? Circa 40%, beziehungsweise es sind sogar bis zu 50% Strom, die man effizient sparen kann. Das ist toll. Vielen Dank.